Und wieder zurück bei Quasart mit dem Sherlock. Hi. Hi. Und den Xenotreter, der nicht im TS ist. So, wir wollen jetzt ein paar Raids spielen, nicht wahr? So, ja. Und zwar Verteidigung, da ist er. So, ich starte mal. Oh, in 25 Minuten gibt es auch neue. Oh, mache ich hier setzen? So, neue Raids. Ja, kann man. So, wer fehlt noch? Der Xeno. Könnte man ja aufhalten, wenn nicht. Könnte man eventuell machen, ja. Mal sagen, wir fahren jetzt zwei zu Not und machen dann was anderes und dann später nochmal zwei. Das könnten wir theoretisch tun. Weil ich würde gerne noch irgendwie ganz gerne einen anderen Raid haben mit für Drähte, weil Raubzug ist jetzt nicht so mein Favorit an Drähte. Nicht Drähte, ich meine ja. Elektronik. So, Xeno, wie sieht's aus? Achso, 3 Minuten noch. Dann mach ich nochmal eine kurze. Oh, ich bin ja noch im Chat drin. Mach ich nochmal eine kurze Prüfefahrt. Mir halt nicht so dolle gefällt, ist, dass das erweiterte Munitionspaket da so ein bisschen schleift, aber ich weiß nicht, wo ich es sonst hinpacken soll. Weil wenn das Kabums macht, dann macht das auch wirklich Kabums. Naja, also wenn das sprengt, dann hast du oben nicht. Am besten du baust irgendwie leicht und locker was daneben, also dass es dann nicht viel mitnimmt. Pass auf, ich breche kurz ab. Ich baue das mal eben um. Ja, das Fahrzeug habe ich glaube noch gar nicht so an sich vorgestellt. Ich baue da mal eben was um. Mhm. Dann baue mal um. Ich baue jetzt mal um. Habe ich davon noch einen Teil? Nein, habe ich natürlich nicht. Wie war das? Die Urlaub. Warte mal, das würde gehen, glaube ich. Warum geht das nicht? Das geht auch nicht, aber den könnte ich den. Warum geht das hier nicht raus? Ah, da stimmt bestimmt der Reifen, wa? Der müsste denn ein kleines Tuckchen nach hinten, so. Genau. Okay, ich baue mal eben gerade ganz fix um. So, warte mal, die kommen mal alle weg, bitte. Das kommt bitte hier hin und jetzt müsste theoretisch genug Platz da sein. Genau. Dann schleift die Kiste jetzt nicht mehr so dolle. Dann habe ich hier auch noch Platz für die kleineren Munitionspakete. So. Genau. Ist kein Bauteil mehr Verfügung eigentlich? Doch, da ist es. Gut. Jetzt dürfte die Kiste theoretisch nicht mehr schleifen. Sieht da zwar ein bisschen geschossen aus, aber das schadet nichts. So, ja, das gefällt mir ganz gut. Jetzt bin ich auch ein bisschen. Jetzt schleift ja nicht mehr so. Weil jetzt habe ich auch keine 13, nee, 15 Schuss hatte ich glaube vorher. Jetzt habe ich 24 Schuss. Macht schon Unterschied. Aber ich hätte, wie gesagt, gern noch den Kolossus oder der. Der heißt ja jetzt nicht mehr Kolossus, der heißt ja jetzt schon wieder anders. Der starke Motor MK2. Hätte ich eigentlich gerne gehabt. Dann habe ich aber ein Energieproblem. Dann bräuchte also ich. Also haben sie wieder. Entschuldige, da haben sie wieder die alten Namen wieder. Genau, die hatten sie ja schon mal gehabt. Wie genauso wie der. Jetzt warte, jetzt muss ich gucken. Der Cheetah, der heißt jetzt auch wieder V8 Motor. Ja. Das ist geblieben, das ist geblieben. Ja, der Kolossus MK2 halt. Was früher mal der V8 war, heißt jetzt Flugzeugmotor. Den du da genau. Quasi nur in dem Paket kaufen kannst. Und was ist mit den. Warte mal, der Hot Red heißt jetzt, glaube ich, Verbesserter. Ich weiß gar nicht, haben sie an die Waffen. Ne, an die Waffen haben sie nichts gemacht. Nee. Das wüsste ich gar nicht. Nee, an wirklich. Den Waffen haben sie nichts gemacht, so wie ich das jetzt gerade so einen Überblick habe. Ja, genau, ne, die haben die Namen, die gefunden haben. Doch, Schwertfisch. Ah ne, Schwertfisch hatten ja einen Goblin gemacht, stimmt. Alles klar, gut. Ne, hab ich verguckt. Ne, dann ist alles so geblieben. Also die Motoren haben so halt wieder ein bisschen geändert. Ja. Gut. Und eigentlich wär's sinnvoll, wenn man hier die Humpack benutzen würde als Fahrerkabine. Aber dann habe ich wieder ein Energieproblem. Das ist ja noch höflicher. Ja, früher war die besser, ne? Also mit 12 Energiepunkte und jetzt. Ja,
Aber okay. Aber da, wie gesagt, da habe ich ja damals den Ausgleich mir geholt. Ja, Spider-Kabine dann. Ja. Ja, stimmt, die könnte man eventuell auch noch nehmen, aber die ist ja halt nur für Spinnbeine gut. An sich der Bonus hier. Ja, das ist halt eben, das ist. Das, ich nutze da auch anders. Ich war da auch immer nur mit. Ja, ich meine, wenn man sehr optimal bauen möchte, denn. Dann sollte man doch schon einiges, also da müsste man echt schon genau lesen, was hat welchen Effekt, was wäre wo gut, sag ich mal. Was wären bei Fahrerkabine eigentlich? Wo sind die Humpback da? Also, genau, die Humpback wäre eigentlich wirklich so für Geschütze richtig gut. Ja. An sich, ja. Was haben wir denn noch? Was hat denn noch einen Effekt? Die kleineren, die blauen, haben glaube ich gar keinen Effekt an sich, nee. Nee, ich weiß gerade, ob nee, haben sie nicht, haben sie nicht. Ob früher mal die Furie, oder wie die heißt, die Furie, ob die damals früher einen Effekt hatte, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil die auch aus dem Paket rauskam. Mhm. Das kann sein, dass die auch früher mal einen Effekt hat, aber das ist so, das der kann ganz früher gewesen. Der Höllenhund hat sogar den höchsten Powerscore, ja? 1800. Na gut, hat auch Nahkampf und hat auch 12 Energie, das ist ja auch schon, ne? Aber halt nicht seine hohe Tragfähigkeit, so die Spider. Ja, Höchstgeschwindigkeit für quasi die Spinnenbeine, sag ich mal. Die haben Pack dafür und die Quantum ist ja mit den Energiewaffen, ja? Wenn du 10 Sekunden halt keinen Schaden erleidest, dann machen deine Energiewaffen quasi 20% mehr. So, es gibt ja noch die Icebox. Geht aber fertig. Die Icebox, das ist quasi, Turn Angels. Was ist ein Turn Angels? Sind das, Damage of Weapons with Limited Turn Angels in Wise bei 10%. In Englisch ist jetzt nicht das Beste und, das ich würde die, sagen, das ist was für... Nee, für Türme ist das nicht. Ich glaube, für diese mit limitierte Waffen. Reichweite. Also quasi so die... warte, was haben wir hier an Waffen? Warte, gucke ich kurz im Lager. Ich würde sagen, hier für die Spitfire wäre das Beispiel was. Für diese... Für dieses Maschinengewehr, was quasi nur nach vorne schießen kann. Und für die Tackles. Das ist ja auch quasi diese... Die Tackles, ist das eine Schrot? Nee, die nee, Tackles ist ein Maschinengewehr, seine Art Maschinengewehr, ja? Ja, Maschinengewehr ist das so. Und macht halt extrem Schaden. Also. Weil halt gerade da ist so. Ach, Tackler, nicht Tackles, okay. Ja, ist ein fixiertes Maschinengewehr, okay. Aber die macht wirklich für Maschinengewehr wirklich sehr viel Schaden. Ja, 5 Balken im Schaden. Ja, guck mal. Ja. Aber halt nicht seine Reichweite. Guck dir mal die Spectre an. Ja, also. Achso, ja, macht mehr Schaden wie die Spectre, aber... Deswegen. Warte mal, Reichweite technisch sind die gleich. Genauigkeit, okay, Genauigkeit ist die Spectre ein kleines bisschen besser. Hitzetoleranz ist... Warte, gleich, ja. Mhm. Und... Kadenz. Aber guck mal, ein Energieverbrauch. Energieverbrauch ist bei ihr niedriger. 3, ja. Okay, dann wäre die Tackler halt wieder ganz gut. Hast aber halt diese beschränkte Bewegungsreichweite oder begrenztes Sichtfeld. Ja, dann musst du dann so schießen wie mit den, Genau. Achso, ihr seid ja schon alle ready. Oh. Hatte ich auf uns gesagt eigentlich vor 12 Minuten, dass es da ready war. Hab ich überhört. Jetzt haben wir schon 9 Minuten versabbert. Naja, ist egal. Denn na toll. Ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so wild, ne? Dann na haben wir aber toll. Mal ein bisschen was gesagt zu Kabinen und Waffen und etc. Ja. Zatara, etc. Was bist denn du da? Achso, ja, den kenne ich. Ja, aber guck mal, findest du was? Ich gucke. Warte, lass mich mal einmal rumfahren. Da sieht er gleich aus. Reaper hat er auch beide gleich. Die Ketten hat er vorher gehabt. Vorne sieht gleich aus. Nee, warte, du hast vorne was ein bisschen verbaut, kann das sein? Umgebaut? Nein, da nicht. Ich geb dir mal den Tipp, guck mal direkt zwischen den zwei Reapern. Zwischen dem zwei, warte. Ja, wir müssen aber erstmal schnell. Wir fahren. Wir fahren jetzt mal geradeaus. Aber mein Fahrzeug kennst du noch nicht. Da ist jetzt. Oh, voll daneben. So.
zwischen die beiden Rebar. Ich glaube, ja, eine Rakete. Achso, hinten. Da hast du. Ach so, den Kloni! Den ja. Kloni! Genau! Oh, oh, oh. Da hat er doch so ein Mikrobier, hat da direkt Snipe hat. Sorry, Seno. Bei manchen Waffen die sind da so ein bisschen sehr, sehr. Sag mal, das wurde jetzt lieber nicht. Okay. So, mein Freund. So, ich muss ja hier. Genau, ich muss ja jetzt 40 Gegner abschießen. Das heißt, ich werde die einfach nur einmal an. Entschuldigung. Einmal anhitten. Da schießt wenig die Waffen runter. So, das hat guten Schaden gemacht. Aber mein Fahrzeug kennst du noch nicht, ne? Ich guck mir das da nochmal an. Wir ja, das habe ich. Ey, wir müssen vor. Was vor? Achso, hier ist noch einer. Ja, ja, ja. Warte, Seno liegt hier ein bisschen auf dem. Ja, Entschuldigung, hab dich umgekippt, ich weiß. Einer lebt noch. Ja, ja, das bei mir. Der ist gleich weg. Oh, neue Welle. Ja, ich fahre mal zum neuen Punkt hin. Ja, da bin ich ja schon. Ach, da bist du schon? Okay. So. Was brennt denn hier? Was hat denn hier ein Brandschaden gemacht? Ja, hier, da gibt es zwei, drei Flammenwerfer. Ah, okay. Die will mich ja gerade einlegen mit Deppiger. So, nein! Ich hab voll drin gestanden. Ja, die sind wirklich böse. Ja, aber sieht noch ganz gut aus. Verhältnismäßig. Geh weg, ich brauch mal die Döne. Geh weg, geh weg, geh weg. So. Aber sieht noch ganz gut aus. Also, das Ding hat noch gut Leben. Irgendwo kriegt er gerade Schaden. Ach, da. So, jetzt umgekippt. Dreh dich. Oh, rückwärts, okay. Rückwärts ist auch extrem langsam. Da würde es vielleicht doch Sinn machen, wenn ich bei der Kiste eventuell auf Ketten gehe. Aber dann kann ich mich auch auf der Stelle drehen. Ich dachte, die Morgs die Ketten ist ja. Naja, sind nicht so meine Favoriten, sagen wir mal so. Kriegt ihr denn irgendein Klar? Ich fahr dabei dann mal zum nächsten. Oh, geht da mal weg. Der hat da oben auf jeden Fall keine Waffen mehr, sagen wir mal so, aber der Punkt ist immer noch da. Das ist das Doofe. Ja, weil der noch lebt. Aber sind noch zwei da. Ich fahr zum nächsten Punkt, okay? Ja, würde ich ummachen, aber ich wäre hier von über. Okay, die Mandrake ist, Moment weg, ist, der liegt auf dem Rücken und hat gut abkassiert. So, ich fahre jetzt auf jeden Fall zum neuen Punkt, weil. Ja, wir haben aber zwei Punkte. Das ist ja, aber einer ist aber von uns, Seno ist glaube ich noch da, ja? Oder bist du das? Nee, ich bin schon am neuen Punkt. Du bist am neuen Punkt, okay. Ich jetzt auch. Sehr schön. Da müssen wir jetzt Glück haben, dass wir die jetzt hier. Ja, da ist schon der Boss. Das kriegen wir noch hin, denke ich. Versuch die erstmal zu entwaffnen und dann stehen zu lassen. Ja, ist schwierig mit meinen Geschützen. Ach ja, stimmt, da war ja was. Aber ja, ich bin dabei. So, der Hulk hat zum Beispiel ja mal sein Mammut nicht mehr. Oh, das ist ein Bohrer, den sehe ich ja jetzt erst. Ja! Warte. Oh, Schatten. So. Ich will mich eh sprengen, weil ich habe keine Munition. Okay. Ja. So, du hast jetzt auch keine Waffen mehr. Zwei Gegner leben noch. Ja, ist hier. Let's go. So, ich weg ist er. Ah, Glück gehabt nochmal, wa? Den Bohrer haben wir zu spät gesehen. Ich hab mir ordentlich mal hochgehoben. Du hast ihn ja dann Volley gegeben. Ja. Ich finde das Ding eigentlich gar nicht so schlecht. So, 12 Gegner habe ich gemacht. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich gerade. Huch, jetzt habe ich gerade das Internet geöffnet nebenbei. Irgendwo drauf geklickt gerade, keine Ahnung. So, ich gehe mal zur Garage. Du hast 12, ich hab 22. 22, ja gut, mit Geschütz ist manchmal das schwierig. Ja. So, ich würde das Ding jetzt nochmal starten. Ja. Und dann passt das sogar, da wir ja so viel am Anfang ein bisschen versabbert haben, passt das sogar von der Folgenlänge, sag ich mal. Mm.
Ich würde das jetzt nochmal machen, das Ding, und dann gucken wir mal, nächste Folge könnten eventuell wieder neue Raids da sein. Mal schauen, was denn so frei ist. Ja, ich würde bald sagen, dass wir abwarten, wenn wir mal eine echte Form machen. Ja, also Drähte brauche ich definitiv auch noch. Dass wir dann vielleicht, wenn wir noch eine schaffen, selten, das dann als Schluss. Gucken wir mal, ne? Ja, wenn wir die Zeit haben. Ich habe heute meinen freien Tag. Deinen freien Tag? Nee, ich gehe noch in die Spätschicht. Deswegen. Wer lange arbeitet, darf immer ein paar freinehmen. Ja, darum. Die Ausrede gibt es bei uns nicht. Nee. Vorher der Helle los wurde und jetzt hat er gesagt, ihr kennt heute mal hier. Wenn da freinehmen. So, oh, was immer noch nicht weg, will er mich verarschen. Kriegst du aber auch nichts. So, jetzt habe ich auch ein Paket gekriegt, das sammle ich mir mal schnell ein. Irgendwo kommt eine Rakete. Ach, du hast ein Paket gekriegt, bitte? Ja. Also ist das Paket, die Pakete ist unverändert. Normalerweise, wenn irgendwo ein Paket jetzt geplückt ist, kriegt das jeder im Spiel, der Munition braucht oder so. Ach so? Jetzt hast du jetzt diesmal ein separates Paket, also dann die Pakete jetzt separat. Das hast du jetzt quasi auch nicht gesehen, oder? Nee, ich habe sie immer nicht gesehen. Okay. Mensch, wo ist denn mal der Typ mit der Raketen? Der regt mich gerade auf. Irgendwo, da kam runtergefahren. Naja, irgendwo habe ich einen gesehen gehabt. Was ist der noch? Dort, wo unser blauer Punkt hinfährt, ist er. Okay, gut, dann wird sich der, denke ich mal, drum kümmern. Ich fahre mal zum nächsten Punkt. Ja, ich muss irgendwie fahren, weil. Also hier kommt noch irgendwo eine Rakete. Ist nur eine. So. Hi, Kleiner. Hi. Guten Tag. Guten Tag. Ach nee, ich muss jetzt anders reden. Ich muss höher machen. Ohoho, ich bin doch Onkel Weihnachtsmann. Oh, genau zwischen die Beine geschossen. Ernsthaft. So. Die haben beide keine Waffen mehr. Kann ich wollen, dass ich wirklich übel. Siehst du das Munitionspaket neben dir? Nein. Siehst du? Okay. Also war früher wirklich echt so, da hat man die sonst aus Grund zurückstellen, wie die alle immer in den Punkt hingefahren sind. Und da musst du genau, aha. Okay. Nein, ich habe nur eins bisher gesehen. Also haben die das irgendwie wieder verändert. Ja. Das ist ja nicht verkehrt, sag ich mal, wenn jeder seine eigenen, ich sage ja, mal, nee, ist okay, im Prinzip ist okay. Seine eigenen bekommt. Aber ich könnte so langsam, ach, hier ist ja noch einer neben mir. Könnte so langsam mal eins gebrauchen. Ich habe nur noch 10 Schuss. 9. Ich habe aber die Geschütze. Ich weiß, das ist, manche sagen, das ist halt nicht so gut. Ich habe die Geschütze halt alle auf eine einzige Taste. Alle 3. Naja, okay, dann. Ich hätte wenigstens auf 2 gemacht. Hatte ich auch gehabt, aber in PvP, ich habe das eine immer fast vergessen. Ja, aber du musst sehen, du kannst wenigstens 2 anhitten. Ja, stimmt. So, ich hatte jetzt ein Munitionspaket. Ich nicht. Ich hab den bloß die Waffe runtergeschossen, das war's. Sind alle Türme weg? Ja. Also ist nur noch der eine jetzt hier quasi. Okay. Oh, Moment weg. Ah, da hinten ist er. Dann kümmere ich mich mal um die kurz. Auch nicht runterfallen, aber der steht gerade genau unter dem Hügel quasi. Der schießt sich im Prinzip alles selber kaputt. Oh, da ist ein Munitionspaket. Ja, genau neben Seno. Oh, da hinten ist ja. Da hinten ist der Hulk. Die Runde war besser für mich, irgendeine Munitionspakete. Ich habe zwar eigentlich nicht so den Munitionsmangel, aber irgendwann sind meine 1200 Schuss alle. Also ich habe jetzt zum Glück gerade 2 bekommen, 2 Munitionspakete, sonst hätte ich gerade gar nichts mehr gehabt. Also wie gesagt, bei diesem Bau ist das wirklich Munitionspaket auch.
Oh, noch ein Munitionspaket. Also, okay, konnte mir gerade nicht beklagen. Also, es kam jetzt zum Schluss doch sehr viel raus. So, schön. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viel ich gerade gemacht habe. 15 Stück würden mir jetzt noch fehlen. Das können wir aber. Das können wir aber in die quasi nächste Runde machen, wenn die jetzt in 5 Minuten spawnen die neue quasi. Also, ein weniger als vorneweg. So, ansonsten. Nein, okay. Missionstechnisch. Aber ich kann das Fahrzeug trotzdem erstmal beibehalten. An sich. Das macht mir ja auch Spaß, das Ding. So, ich würde sagen, für diese Folge war es halt erstmal. Ja? Nächste Runde machen wir dann wieder ein bisschen PvP. Und eventuell dann nochmal ein oder zwei Raids, so verteilt so in den nächsten Folgen. Mal gucken. Ne? Und ja, wir sehen uns dann nächste Runde. Macht's gut, tschüss. Sorry.